Hey Bethesda, was geht ab? Wie geht's dir? Ich hoffe gut. Ich schreibe, um mit dir über etwas Wichtiges zu reden. Fallout 76. Du kennst mich wahrscheinlich nicht, aber ich bin ein langjähriger Fan und habe mich immer wieder dabei ertappt, mich in deine Spiele wie Elder Scrolls oder Fallout verliebt zu haben. Es waren nicht die schönsten Spiele, die ich je gesehen habe, aber was sie ausmachte, war ihr Charakter. Da zähle ich die ihnen vererbten, durch Bugs gezeichneten Charakterzüge der Creation Engine natürlich mit dazu. Ich erinnere mich gerne an die vielen schönen Stunden mit ihm. Du erinnerst dich aber sicher an die Kreation, die jüngst deiner Feder entsprungen ist. Ich kann den Hass gegenüber deinem Sprössling gar nicht so recht nachvollziehen. So hässlich finde ich ihn nämlich gar nicht. Und er hat wieder diesen gewissen Charakter. Jedoch gibt es einige Charakterzüge, die das von dir erschaffene Spiel an den Tag legt, welche die Anziehungskraft desselben immer wieder dämpft. Da wäre zum einen die Beta, die du natürlich technisch korrekt als Break It Early Test Application benannt hast. Die Kombination mit dem Versprechen, dass Vorbesteller früher Zugriff auf das Spiel bzw. die Beta haben, ist allerdings kein einzigartiger Schachzug in der Branche. Weil heutzutage jeder x-beliebige Titel eines Computerspiels ein Early Access Modell für Vorbesteller anbietet, damit man sich zum Release damit profilieren kann, dass sein Spiel ja schon x-mal vor dem Release verkauft wurde. Früher hieß sowas Demo und war kostenlos. Sorry, ich schweife ab. Ich habe mich über diesen streitbaren Beta-Zugang gefreut, auch wenn ich im Voraus keine weiteren Informationen darüber hatte. Leider wurde ich, abgesehen von den vereinzelten Beta-Terminen hier in Europa gerade, von dem zeitlichen Rahmen, in dem ich mit Fallout 76 hätte Zeit verbringen können, doch arg enttäuscht. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich 2018 von keinem Wimpernschlag der schönsten Spiele dieser Welt wie Battlefield, Tomb Raider, Red Dead Redemption oder Sea of Thieves bezirzen zu lassen. Wobei ich Spiele von Rockstar Games immer als Partner betrachte, mit denen man wortwörtlich Pferde stehlen kann. Aber dann hast du es mir vorgestellt. Fallout 76. Sein Gesicht habe ich gleich erkannt. Aber da waren ein paar Dinge, die anders waren als sonst. Online, Multiplayer, PvP, keine menschlichen NPC. Wie soll das alles die Maßstäbe deiner vorangegangenen Sprosse übertreffen? Nur 24 Spieler pro Server? Eine riesige Spielwelt? Kein Griefing, keine Lootkisten, jeder DLC und alle Updates kostenlos. Du wusstest, du würdest mich dieses Mal mit etwas Neuem kriegen und du hattest recht. Ich schwärmte vor meinen Freunden von Fallout 76 und erzählte allen, wie toll es werden wird. Viele lachten mich aus und belegten es mit den grässlichsten Worten, die ich je hörte. Aber das beeinflusst mich nicht. Ich habe eigene Augen, um zu sehen und einen eigenen Verstand, mir eine Meinung zu bilden. Ich habe schon fast alles von Fallout 76 gesehen, auch wenn nicht direkt selbst erlebt. Und seine Performance hat sich in der letzten Zeit deutlich verbessert. Auch wenn seine abnormalen Eigenschaften wie das plötzliche Verschwinden abgelegter Items, verbuggte Quests oder dass man bei einem Serverabsturz Quests wiederholen muss, mich manchmal anwidern, sind das bei weitem nicht die schlimmsten. Zum Beispiel das Gruppenspiel. Du hast gesagt, ich könnte Fallout 76 mit meinen Freunden spielen und dass das Gruppenspiel so komfortabel wie möglich sein wird. Davon merke ich nicht sonderlich viel. Ich möchte zusammen mit meinen Freunden Erfahrungen sammeln, also warum wird diese nicht automatisch mit meinen Mitspielern geteilt, wenn wir zusammen unterwegs sind? Das gleiche bei Sammelquest, wo jeder gezwungen ist, die volle Anzahl an Items einzusammeln und man warten muss, bevor die Items wieder spawnen und es weitergehen kann. Und wenn ich mit meinen Freunden spiele, möchte ich keine anderen Spieler hören, die gerade die schlimmsten Flüche vor ihrem Rechner beschwören. Dafür sollten sie einen Textchat benutzen, damit ich ihn größtenteils einfach ignorieren oder zur eigenen Belustigung und dem Herauslesen für mich wirklich wichtiger Informationen nutzen kann. Aber der Textchat kommt ja. Soweit so gut. Danke. Weiteren Dank sende ich dir für das Anheben der Lagerkistenkapazität auf 600 Pfund. Wohlgemerkt kein Quantensprung, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Denn was mir immer Spaß gemacht hat, war das Jagen und das Sammeln in deinen Spielen. Und dazu forderst du auch wieder in Fallout 76 auf. Das Gerücht, es läge an der Art, wie die Creation Engine mit Items umgeht und dass sich eine größere Kapazität eines jeden Spielers negativ auf die Server-Performance auswirkt, mag auf dem Papier stimmen, ließe sich aber höchstwahrscheinlich programmiertechnisch auf eine elegantere Art lösen. Doch wer bin ich, das beurteilen zu können? Menüs und Tastenbelegung.
Oh mein Gott, warum schaffst du es nicht, das Inventar und die Tasten logisch und praktisch sortierbar zu programmieren? Vor allem auf dem PC ist das ein großes Problem. Völlig frei belegbare Tasten sind ein absolutes Muss und das absolute Minimum für ein PC-Rollenspiel, in meinen Augen. Danke aber dafür, dass du Fallout 76 wieder genauso offen für Neues gestaltet hast und ich dein Spiel sinnvoll und gut nutzbar durch Mods erweitern kann. Blizzard hat es damals bei World of Warcraft auch gemacht und es war gut so. Zwing uns also nicht in das von dir begrenzte Benutzerinterface, sondern lass jeden frei darüber entscheiden, mit welchem Kleid Fallout 76 am besten aussieht. Es gibt genug gehirnamputierte Publisher, die ihre eigene Franchise auf den schnellen Cashgrab trimmen und so immer wieder nur durch den Namen all die blinden und unwissenden Mädchen und Jungen vor die Konsolen und Rechner locken, um ihnen einen Qualitätsstandard in die Köpfe hinein zu manifestieren, welcher schon vor 5 Jahren existierte. Nein, so bist du nicht. Du bist anders. Besser. Dein Horizont definiert sich nicht nur durch die Entfernung von deiner Stirn bis zu dem Brett davor. Schwebende Gegenstände und Gegner in ihrer T-Pose stören mich nicht so sehr. Eigentlich stören mich die meisten Bugs nicht wirklich. Von den andauernden Server-Verbindungsabbrüchen war ich persönlich auch nicht betroffen. Ja, im Allgemeinen finde ich dein Spiel gut. Endlich ein Fallout für mich und meine Freunde. Ich finde es gut, dass du dir durch das Setting alle Türen und Wege offen gehalten hast, um Fallout 76 zu einem großartigen Epos entwickeln zu können. Ich hoffe nicht, dass du das nur gemacht hast, um es beim Misserfolg einfach fallen lassen zu können wie eine heiße Kartoffel, weil es eh nichts bedeutet hat. Nein, dessen bin ich mir sicher. Der Glaube an dich ist stärker als das zähe und dickflüssige Gift, welches aus den Poren einschlägiger Internetforen und bestimmter YouTube-Kanäle tropft. Ich verstehe dich. Auch du musst dich gegenüber der anderen profilieren. Versuchst aber Neues, und das schätze ich. Auch wenn es etwas dauert und du ein glatteres und mit weniger Makeln besetztes Fallout 76 ein Jahr später hättest herausbringen können, freue ich mich dennoch, dass dieses Fallout sich anhand unserer Meinung und Wünsche entwickeln kann, sofern du auf uns hörst. Denn tust du das nicht, wird dieses Fallout nur am Rande der Computerspielgeschichte erwähnt, wenn überhaupt. Denn ein Vollpreisspiel ist es zum aktuellen Datum in meinen Augen nicht, noch nicht, macht aber trotzdem Spaß. Alleine und mit meinen Freunden. Und solange das so bleibt, wünsche ich dir viel Erfolg. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.